Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem kleinen Modellbahnkanal. Ich freue mich, euch hier begrüßen zu dürfen. Während es zur Zeit der Aufnahmen in St. Katharina leider noch so aussah, dachte ich mir, ich nehme euch mit auf die Fahrt eines Sonderzuges nach Bad Waltersdorf. Der kurze Sonderzug von Wien Westbahnhof nach Bad Waltersdorf ist bespannt mit einer blauen Lady der GD Cargo und drei kurzen zweiachsigen Spantenwagen. Erstmals ein herzliches Danke an meinen Kumpel Walter, der uns diesen Sonderzug auf seiner tollen Anlage genehmigte. Das Zugteam dieses Zuges bildete sich aus mir, dem Triebfahrzeugführer, und unserer Zugchefin Renate, die leider nicht gefilmt werden wollte. Auch unser Haus- und Hoffotograf Walter ist wieder dabei. Er begleitete mich auf der Lok, um schöne Fotos zu machen. Ich weiß, viel zu viele Walters heute, aber naja, ist halt so. Und da kommen wir schon aus dem Triebwasser Tunnel. Dann geht es eine langgezogene Steigung dem Bahnhof Bad Waltersdorf entgegen. Entlang dem Betriebswerk mit Bekohlung, Wasserturm und Drehscheibe haben wir Einfahrt in Bad Waltersdorf auf Gleis 3. Achtung, Bahnsteig 3, Sonderzug fährt ein. Bitte vor. Laut unseren Informationen sollte nun ein Fotogüterzug eines Nostalgievereins kommen, unsere drei Spantenwagen nehmen und dann nach Bad Erlach fahren. Angeblich ist dort ein Bahnhofsfest oder so. Naja, warten wir ab, wann der kommen wird. Unser ehemaliger Fahrdienstleiter Walter nutzt inzwischen die Zeit, um ein paar tolle Fotos zu machen. Auch der wunderschöne Dieseltriebwagen fährt aufs Bahnhofsfest, nehmen wir zumindest an. Ah, und keine 20 Minuten später kam auch schon der vorhin erwähnte Fotogüterzug. Nach den Kuppelarbeiten, der Bremsprobe, dem Erstellen der neuen Wagenpapiere, verlässt uns Zugchefin Renate mit ihrem wunderschönen Nostalgiezug. Angeblich soll ja Lokführer Willi von den Wiener Lokalbahnen diesen Zug führen. Und ich schwör's euch Leute, irgendwann finde ich eine Figur, die ihm ähnlich sieht. Und dann hat Lokführer Willi seinen großen Auftritt in St. Katharina. Nachdem das Alteisen den Bahnhof verlassen hat, und Alteisen meine ich nicht böse, musste ich unsere Lok noch auf die Seite stellen. Nun hat die blaue Lady Pause, bis spät in der Nacht, als der Sonderzug wieder zurückkam und wir zurück nach Wien Westbahnhof fuhren. Thank you.
nach der Durchfahrt eines Railkits, wenn mich nicht alles täuscht, fuhr der in die Schweiz, fuhr auch der zweite Sonderzug, der blaue Dieseltriebwagen, nach Bad Erlach. So Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart und ich hoffe, wir sehen uns bald in, ihr wisst schon, genau, Bahnhof St. Katharina. Ich verspreche euch, ich werde mich bemühen, dass es endlich weitergeht und wir sehen uns. Bis dann, euer Tom.